Wir sind zurück aus Düsseldorf und die Woche ist einiges weitergegangen da auf der Baustelle. Wir wollen euch gleich zeigen, was alles passiert ist und auch ein paar Erkenntnisse von der Messe mit euch teilen. Wow, da ist schon richtig was weitergegangen. Ey. Wir haben schon die Schränke im Achterschiff, die Pantries drin und die ganzen Unterbauten. Geil. Ja, letzte Woche ist wirklich viel weitergegangen, wo wir nicht da waren. Wir sind gekommen und plötzlich sind die ganzen Möbel herin entstanden. Im Laufe der Woche haben wir sie dann auch noch einbaut. Also zuerst sind sie eingeklebt worden und später dann mit Winkellaminate nur verstärkt, sodass sie wirklich mit dem Rumpf verbunden sind. Und gestern haben wir dann noch angefangen, die ersten Schablonen zu machen für unseren Arbeitsplatz und für den Kühlschrank und auch für die Waschmaschine. Also es war eigentlich eine sehr produktive Woche. Ein Highlight ist, dass die Pantry da ist. Ich finde, es hat so ein bisschen was von offener Wohnküche. Herd fehlt noch, der kommt erst, das wird ein Induktionsherd. Und dann haben wir hier einen großen Kühlschrank, Doppelwaschtisch und ganz viele Schubladen. Sehr wichtig, weil sehr cool, um alles ordentlich zu verstauen und nicht nur irgendwie. Oberschränke fehlen noch, die kommen noch im ganzen Schiff, aber erst wahrscheinlich so in 2 Wochen. Davor gibt es noch viel zu tun, viel zu tun. Schatz. Na, wenn du da liegst, dann siehst du. Achso, zu deinen Nachtwachen meinst du? Mhm. Zu unserem Monitor, den man sich erst vorstellen muss. Also wenn man ihn nur, er muss nicht ausfahrbar sein, finde ich, aber wenn man ihn nur so ein bisschen kippen. Klar, ist nicht notwendig. Ja. Ich meine, wenn er sich nicht bewegen muss, ist es stabiler. Bei den modernen kannst du nur Seiten reinschauen. Wie liegt sich's da? Hart. Viel noch ein paar Polster. Aber cool, man hat da auch ziemlich viel Stauraum unter dir, gell? Mhm. Unsere Steuerbordseite haben wir einmal in Schablonenholz nachgebaut, weil man kann sich ja alles wunderschön zurecht rendern und zeichnen, aber am Ende geht es darum, ob es auch halt wirklich passt. Und was wir schon festgestellt haben ist, das ist ein sehr cooler Arbeitsbereich und wie gesagt, da wird ein schöner großer Monitor herpassen, aber wenn wir das mit dem klassischen Navitisch lösen, dann ist der Kasten ein bisschen hoch und das wird ein bisschen unangenehm für große Leute hier zu sitzen. Also werden wir den ein bisschen schmäler machen, den Tisch vielleicht noch 2 cm höher, dass man da auch gemütlich sitzen kann. Der Sitz wird eh höhenverstellbar sein, aber der ist noch nicht da. Beim Kühlschrank haben wir auch gesehen, da werden wir wahrscheinlich ein bisschen ein schmäleres Modell nehmen, damit man hier ein bisschen mehr Platz hat. Ja? Aber all in all, finde ich, ist es sehr, sehr, sehr geräumig. Gut, es fehlt jetzt noch in der Mitte da der große Esstisch, der auch aufklappbar ist. Aber ich finde, es ist nicht viel, es fühlt sich eigentlich nicht kleiner an als unser erstes Schiff, die Bavaria Vision 46. Ist übrigens ein Takeaway von der Messe, dass man ziemlich genau hinschauen muss, was eigentlich als 40er, 42er, 46er so bezeichnet wird, weil manche rechnen Bugspriet mit, andere reden von der Wasserlinie, Rumpflänge, also es ist sehr undurchsichtig, würde ich jetzt mal behaupten. Ich finde, am Ende geht es halt um die Rumpflänge, oder? Weil das spiegelt den Wohnraum wider. Und dann geht es halt auch nicht um pures Volumen, sondern es geht halt darum, wie ist das Schiff aufgeteilt, wie viel Stehhöhe habe ich auch und wie viel sinnvollen Stauraum habe ich. Und ich glaube, wir haben einen ziemlich guten Job hier gemacht, um wirklich ein geiles Layout für 2 Personen mit gelegentlich mal 2 Gästen zu haben. Sehr viel sinnvollen Stauraum und ja, man hat wirklich viel Platz. Wirklich viel Platz. Beeindruckender Fortschritt, ist aber keine Wandfarbe hier. Ja, es ist, letzte Woche ist wirklich sehr viel passiert, also die Unterschränke sind reinkommen, haben wir eh schon gesagt, also die Unterbauten, jetzt fehlen eigentlich nur mehr die Oberschränke und letzte Woche sind dann auch noch die Stringer einlaminiert worden, die was hier durch das ganze Schiff ziehen, die geben dem Boden um eine Steifigkeit und der Topcoat ist gestrichen worden. Wir haben sich entschieden, den Topcoat nicht nur in der Bilge zum Streichen, sondern bis hinauf.
es schützt einfach das Laminat auch nochmal ein bisschen von innen Vor Feuchtigkeit und so. Es ist eigentlich eine Fleißaufgabe, aber wir haben gesagt, machen wir es, das kostet nicht die Welt. Und ja, oben wird dann der Topcoat erst gestrichen, nachdem wir Rumpfdeck zusammen laminiert haben und ja, dann wird er gestrichen. Und was man hier auch schon sieht, ist ein Stück von unserem Fußboden, der ja dunkelbraun wird in Mooreiche. Und ich glaube, das wird eine sehr, sehr, sehr coole Farbkombination. Der restliche Fußboden kommt dann erst als einer der letzten Schritte hinein. Bis jetzt haben wir halt diesen Arbeitsfußboden drinnen, damit der dann auch, der kann strapaziert werden. Der echte Fußboden soll dann, ja, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, reinkommen. Schöner Einstieg ins Inselbett, aber das möchte ich euch eigentlich nicht zeigen. Ich möchte euch nämlich was anderes zeigen. Und zwar, einerseits hier wird dann eine große Schublade sein, so dass man nicht immer die Matratze wegräumen muss, um zum Stauraum zu gelangen. Zum Beispiel für so Sachen wie Handtücher oder Bettlaken, Dinge, die jetzt eigentlich unnötigen Stauraum im Kleiderschrank belegen würden. Und wo ich jetzt drinnen stehe, das wird unser Batteriecompartment für die Ankerwinde und fürs Bugstrahlruder. Und da möchte ich euch was zeigen. Nehmen wir mal die Kamera. Und zwar haben wir im gesamten Schiff sehr üppig Leerrohre eingezogen, damit man auch im Nachhinein einfach sehr leicht nochmal zusätzliche Kabel installieren kann oder auch ein Kabel tauschen kann, falls das erforderlich sein sollte. Und so muss man nicht irgendwie durch irgendwelche Kabelstränge sich dann da durchhandeln. Ja, wir bauen die Kabel erst, wenn wir so nächste Woche einziehen, nächste, übernächste Woche. Also die ganzen Unterbauten sind schon drin und jetzt kommt nach und nach die Technik, weil Zugänglichkeit einfach extrem wichtig ist. Und einen Punkt habe ich hier vorne noch und das ist unser Bugstrahlrudertunnel, den wir im letzten Video von außen her gezeigt haben. Jetzt sieht man das ganz gut. Hier, das ist quasi die Außenhaut vom Schiff. Und da kommt nur mehr ein ganz kleines Loch hinein, um zu den Propellern durchzugehen. Und dann haben wir hier wasserdicht abgeschottet und hier wasserdicht abgeschottet. Heißt, wenn da irgendwas passiert, ist das auch relativ gut kontrollierbar. Schöne Bettbreite. 1,75 Bettbreite ist schon ordentlich. Ich freue mich schon drauf, wenn alles nach und nach zusammenkommt. Eine Sache, die was auch ganz gut gelöst ist, anstatt die Relingszapfen einfach nur so einzubauen, also ein Loch zu bohren, eine Beilagscheibe rauf zu tun und später dann eine Mutter und sie so festzuschrauben, wo später dann eigentlich hier überall Oberschränke sein werden, was es dann sehr kompliziert macht, einmal später die Mutter rein zu schrauben, haben wir das so gelöst. Wir haben hier überall Aluminiumplatten dicke also anlaminiert und reingeklebt. Und wir werden später dann hier ein Loch reinbohren, ein Gewinde reinschneiden und werden die Relingszapfen so reindrehen. Dass man halt die Reling immer von außen auch abmontieren kann. Genau, so braucht man nicht jedes Mal das ganze Boot zerlegen, wenn man irgendwie einmal eine Mutter anziehen möchte, sondern wir können das einfach von oben den Relingsfuß oder den Relingszapfen anschrauben. Oder wenn man neu abdichten. Oder neu abdichten zum Beispiel, ja. Genau. Hier sieht man jetzt auch überall diese Winkellaminate und das ist ein Punkt, den ich wirklich unterschätzt habe, weil die ganzen unterbauten Möbel, das war eigentlich relativ schnell drin. Wir kriegen das schon in fast fertigen Modulen von der Tischlerei aus Salzburg, aber dann diese Nacharbeiten und da haben wir einmal mehr gelernt, man kann die Dinge entweder schnell oder richtig machen. Weil zuerst wird das eben alles mit diesen Winkellaminaten, also zuerst wird es geklebt, dann werden diese Winkellaminate gemacht, ich glaube mit 4 Lagen Matten und Gewebe. Dann wird das eben abgeschliffen und dann kommt noch dieser Topcoat drauf. Und das ist schon viel, 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 viel Arbeitszeit, die da einfach reinfließt und wirklich aufwendiges Handwerk, wo halt auch viel drauf geachtet werden muss, dass keine Lufteinschlüsse passieren, dass wirklich sauber gearbeitet wird, dass das Harz sauber ist, dass die Temperatur passt, weil das sind alles Dinge, die Qualität von dem Laminat dann beeinflussen. Und ja, am Ende des Tages, was sind aber dann ein paar Arbeitsstunden mehr oder eine Woche mehr im Bootsbau, wenn das Schiff am Ende ja wirklich jahrzehntelang
gut halten soll, nichts darf quietschen, nichts soll sich irgendwie verziehen oder verschieben. Das ist quasi alles ein großes Ganzes mit dem Rumpf verbunden. Und ja, das macht es halt am Ende dann auch irgendwie aus. Das ist die nächste Schablone. Genau, das ist die Schablone von unserem Dieseltank. Unser Dieseltank wird aus Edelstahl gebaut, so wie auch unsere Wassertanks. Aber dieser Dieseltank ist wirklich eine Spezialanfertigung, darum haben wir auch eine Schablone gemacht. Wir versuchen nämlich wirklich den kompletten Raum unter dem Boden auszunutzen. Und so kriegen wir über 100 Liter mehr Diesel. Und 100 Liter mehr Diesel kann den Unterschied machen bei einer Fahrt. Keine Ahnung, wenn du halt der Flaute hast oder wenn du einen Notfall hast, wenn du zurückmotoren musst. Genau darum machen wir einen Spezialtank. Alle, die unsere Atlantik-Videos kennen, die Rückfahrt Richtung Europa, Richtung Azoren, wissen, 100 Liter mehr Diesel sind 100 Liter mehr Diesel. Außerdem, früher waren da drunter die schweren alten Bleibatterien, die auch mindestens 100 Kilo waren, oder? Also drei riesige Dinger. Dafür war halt früher damals nur ein 200 Liter Tank verbaut. Jetzt nutzen wir die 100 Kilo, die wir sparen, durch die, dass die Bleibatterien weg sind, haben dort mehr Volumen, setzen einen größeren Tank ein. Es kommen dafür leichte Lithiumbatterien über die Wasserlinie. Also Win-Win, Win-Win-Win. Haben wir noch was? Ich denke nicht. Ich glaube, das war's für diese Woche tatsächlich. Nächste Woche stehen ein paar spannende Dinge an. Es kommt die Elektrik, beginnen wir einzubauen. Es beginnt Sanitär einzubauen. Steuertraverse ist gekommen. Also es kommen jetzt nach und nach ein bisschen die interessanteren Dinge. Sag nicht, dass das uninteressant ist. Na, aber die Dinge, wo wir uns auch ein bisschen mehr einbringen können, gerade in der Ausrüstung. Genau, und dann werden wir euch auch ein bisschen mehr in Action mitnehmen und nicht nur nacherzählen, was quasi passiert ist. Bis dahin, falls ihr irgendwie mehr Informationen zum Schiff haben wollt, dann schaut auf die Website unter www.insjemejachts.com oder schickt uns ein E-Mail oder schreibt es uns in die Kommentare. Wir freuen uns darüber und sonst sehen wir uns nächste Woche in alter Frische. Bis dann, alles Liebe!